Hi Leute und willkommen zurück heute zur zweiten Episode Relentless. Wir reden gar nicht lange rum. Viel Spaß in der Woche Nummer 2. Los geht's. Relentless. The unspoken truth behind success. Ich habe so eine gute Routine gefunden, glaube ich. Und jetzt, wo ich wieder richtig Muskelaufbau betreiben kann, jetzt kurz vor den Meisterschaften, wächst die Muskulatur natürlich auch und das relativ schnell. Die füllt sich wieder mit Nährstoffen und generiert Spannung und Druck. Und irgendwann tun die Gelenke und Knie weh. Und ich habe jetzt gerade das Problem, dass das linke Knie anfängt rumzuzicken. Also es ist nicht so, dass ich Schmerz habe, aber ich merke, okay, da muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Und deswegen, wenn ich morgens aufstehe, trinke ich was, dann dehne ich mich eine halbe Stunde ungefähr, bis die Fatburner wirken und dann geht es zum Cardio. Außerdem habe ich das Glück, dass meine Freundin die Massagegun von Climax relativ gut bedienen kann und mich ab und zu ein bisschen locker macht. Zudem Massagen. Wir haben jetzt einen ganz guten Ort gefunden, glaube ich. Da werden wir morgen den ersten Termin machen. Schauen uns das mal an. Da kostet eine Massage für eine Stunde jetzt aktuell bei einem Angebot $25. Das ist also wie geschenkt. Wir wissen aber noch nicht genau, wie gut das tatsächlich ist. Das werden wir morgen rausfinden. Da nehmen wir euch dann mit und das seht ihr dann nächste Woche in der dritten Episode von Relentless. Aber zurück zum Thema Dehnen und Mobility. Wenn ich mein Cardio durch habe und ich merke, dass irgendwo noch ein kleines Problem sein sollte, dann gehe ich dieses Problem in der Regel ein bisschen intensiver an. Jetzt in dem Fall, das linke Knie ist wahrscheinlich durch den Hamstring, also durch den Beinbeuger oder durch den Quadrizeps, dass irgendwo ein erhöhter, man nennt es Muskeltonus, also eine erhöhte Muskelspannung herrscht. Und ich muss rausfinden, wo genau das ist. Ich habe eine Vermutung und zwar am mediales Teil, also das ist vom Quadrizeps unten beim Knie, der innere Teil, dieser Tropfen, wie man sagt, diese Träne. Ich glaube, die tut auch ganz schön ordentlich weh. Ich glaube, die zieht ordentlich an der Patella, also an meiner Kniescheibe, die dann zur Seite geht. Dann gibt es Reibungspunkte und Spannung und ich versuche das dann eigentlich zu lösen in den nächsten Tagen. So ist mal der Plan auf jeden Fall. Meine Routine ist eigentlich mittlerweile relativ sicher. Liegt erstens daran, dass ich die Sachen, die zu erledigen sind, gut hinter mich bringen kann. Zweitens, ich einfach nicht genervt bin von irgendwas, sondern ich sage euch mal ein Beispiel, so ein typischer Tag, ich stehe morgens auf. Das ist, wenn ich es schaffe, so zwischen 7 und 8 irgendwann, je nachdem, wie gut ich geschlafen habe. In der Regel, wenn ich schlecht schlafe, schlafe ich vielleicht eine Stunde länger oder so. Dann gehe ich runter, nehme direkt meine Fatburner und fange an, Gemüse zu schnippeln. Zucchini, bisschen Möhren, so das Zeug, was in den morgendlichen Shake kommt, also Sellerie. Was kommt da noch? Ein Lemon, Ingwer. Also, ne, ihr habt es in der letzten Episode gehört, da mittlerweile sind wir da ganz gut aufgestellt. Und dann fange ich an, das Gemüse zu kochen und dann geht es zum Cardio. Da mache ich aktuell so 30 Minuten, vielleicht mal 35 Minuten. Danach trainiere ich tatsächlich jeden Morgen etwas Bauch. Und das heißt, ich mache so 2-3 Sätze Crunches, wirklich ein lockeres Ding. Das ist für die Kontrolle, beziehungsweise wissenschaftlich wäre das die neurologische Ansteuerung der Bauchmuskulatur bzw. des Cores. Auf gut Deutsch, ich trainiere die Mittelpartie, dass die einfach unter Kontrolle ist und nicht irgendwann raushängt. Ne? Weil wenn man die halt gar nicht mehr trainiert, also auch nicht mit schweren Übungen, dann kann es sein, dass man die Kontrolle verliert und auf der Bühne sieht es ziemlich beschissen aus. Ja, dann geht's zurück, dann gibt es Frühstück und in der Regel ist das ganze Ding dann so bis 11 Uhr durch. Nach dem Cardio geht es übrigens auch in den Pool. Genau, das ist nach wie vor 5 Minuten, da hüpfe ich dann schon rein. Ich bin eh nass geschwitzt, dusche mich vorher ab, hüpfe rein, chill da 5 Minuten, dann bin ich wieder vom Puls her normal. Und dann geht es ab zurück und dann gibt es Frühstück. So ist ungefähr die Morgenroutine. Und dann wird eigentlich nur noch gearbeitet. Deutschland ist natürlich 7 Stunden vor. Das heißt, wenn bei uns 13 Uhr ist, ist dort schon 20 Uhr. Also versuchen wir so viel Zeit wie möglich in den frühen Morgenstunden zu machen, dass wir mit Deutschland arbeiten können und sobald Deutschland dann schlafen geht, geht es für uns ins Gym und abends ist dann noch Meal Prep. So Sachen wie jetzt gerade, dass wir was aufnehmen, wo wir niemanden brauchen, aber so ist ungefähr, nein, eigentlich ist genauso die Routine. In der Morgenroutine habe ich ja erklärt, dass wir ein bisschen Bauchtraining machen und dazu gehört auch das Vakuumtraining. Ob das jetzt langfristig viel hilft? Ich glaube persönlich ja. Wissenschaftlich gesehen weiß ich nicht genau, wie das aussieht, aber ich fühle mich damit besser, wenn ich Vakuum übe. In der Regel funktioniert das so, ich versuche 3-4 Mal so lange das Vakuum zu halten, wie es geht, auch mit Luft raus und nicht atmen. Und dann versuche ich das mit Atmen, also die Lungen sind voll mit Luft, versuche ich meinen Bauch einzuziehen, soweit es geht und es zu halten, für so lange es geht.
in der Regel, keine Ahnung, ist es vielleicht so 30 Sekunden, vielleicht maximal eine Minute und das war es dann auch. Ich glaube, wenn man das täglich macht, trainiert man diesen Transversus-Muskel, der innenliegende Bauchmuskel, der dafür zuständig ist, dass man den Bauch einziehen kann. Wenn wir den Muskel trainieren, erhöht sich natürlich die Muskelspannung und ich erhoffe mir, beziehungsweise man erhofft sich, dass durch diese erhöhte Grundspannung die Taille noch schmaler wird. Ich trage zwar jeden Tag den Waist Trainer, auch im Training, und der hat die letzten Jahre wirklich guten Job gemacht. Meine Taille ist nicht gewachsen, auch wenn die Muskulatur mehr geworden ist. However, ich glaube, dass das Vakuumtraining trotzdem ein großer Bestandteil ist und sein sollte, wenn es ums Bodybuilding geht. Nicht nur Classic Physik. Open Men's Bodybuilder profitieren davon, Physikathleten, eigentlich jeder, auch die Frauen. Je schmaler die Taille, desto besser. Jetzt, wo wir hier in Mexiko sind, ist natürlich alles anders. Alles ist gleich, aber alles ist anders. Ich habe zwar coole Leute im Gym, mit denen ich coole Zeit verbringen kann und coole Workouts, aber jetzt in der Vorbereitung geht es nicht um coole Workouts und Funtime, sondern da geht es darum, das Eisen zum Glühen zu bringen. Und ich habe leider noch niemanden gefunden, mit dem ich es wirklich durchziehen kann. Ich habe hier zwar, wie gesagt, coole Leute, mit denen ich coole Trainings machen kann, aber meistens bin ich in der Position und erkläre und ich habe in den Pausenzeiten keine Zeit zum Erklären. Ich brauche die Zeit, um zu atmen, denn die Pausenzeiten sind in der Regel sehr, sehr kurz, gefühlt für mich. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie 3 Minuten irgendwas zu erklären, wohin das Knie gehen soll bei Kniebeugen. Sondern ich will dann meine Kniebeugen machen und dann 100% geben und habe dann, wie gesagt, einfach nicht so viel Luft und Bock, auch irgendwie links und rechts 1000 andere Dinge zu machen. Es gibt allerdings ein paar wenige Menschen, die leider nicht hier in der Stadt leben, sondern in Cancun, wo wir übrigens dann auch waren zum Training. Da gibt es, Hilbert heißt er, aber man nennt ihn El Monstro und Monster zu Deutsch. Mit gutem Grund, der Kerl hat über 130 Kilo und er trainiert auch ganz viele andere Profiathleten hier in Mexiko. Mit ihm habe ich zusammen trainiert und da ist nicht viel mit Labern, also der weiß schon, um was es geht. Da wird Gas gegeben, er weiß, wann er helfen muss und wann nicht. Er spricht leider weder Englisch noch Deutsch, also wir mussten irgendwie gebrochen mit dem Körper erklären. Im Bodybuilding funktioniert das relativ gut, da gibt es nicht viel zu erzählen. Schulterpresse, Schulterpresse, ich weiß, wie man trainiert, er weiß, wie man trainiert. Also ist das so ein easy Setup. Leider ist Cancun aktuell mit dem Bus circa 2 Stunden entfernt, weil die haben Constructions, eine Baustelle auf dem Weg nach Cancun auf der Autobahn. Das heißt, 4 Stunden meines Tages kann ich leider nicht regelmäßig opfern, um täglich mit ihm zu trainieren. Wäre natürlich super, ich versuche das einmal die Woche zu machen, aber ansonsten trainiere ich hier in Playa del Carmen in unserem Gym, wo ich aktuell keinen richtigen, gut passenden Trainingspartner für mich habe. Ohne groß rumheulen zu wollen, aber das ist halt eben das Leben eines Bodybuilders. Man kommt irgendwann an eine Leistungsgrenze und da will man auch jedes Training hin, das ist ja Ziel der Sache und Sinn der Sache. Selbiges gilt natürlich dann auch fürs Essen, für die Diät und irgendwann ist man einfach schwächer. Dann ist es die Frage, wie man das akzeptiert oder ob man das akzeptiert. Ich für meinen Teil, ich hasse es. Wenn ich merke, ich bin schwach, ich habe nicht so viel Bock und auch wenn ich IFBB Pro geschimpft werde und Olympia und was nicht alles, nach wie vor ist bei mir genau dasselbe Problem wie bei jedem von euch auch. Man steht morgens auf und denkt sich, ich habe keinen Bock heute ins Gym zu gehen. Ich habe keinen Bock, mein scheiß Essen zu essen. Ich habe keinen Bock auf Cardio. Ich will einfach im Bett liegen bleiben und Filme gucken. Das ist so das Teufelchen. Dann das Engelchen, was dir ganz laut ins Ohr flüstert, ey, da ist eine große Show, du liebst den Sport, du magst es auf der Bühne zu sein, du willst dich präsentieren und dann willst du halt natürlich nicht aussehen wie ein Scheißhaufen, sondern du willst auch gut sein, du willst mit deiner Leistung überzeugen. In der Vergangenheit ist mir das relativ gut gelungen, ohne, ich will nicht arrogant klingen, aber seitdem ich in der Classic Physik bin, gab es keine Platzierung, die schlechter war als Finale, nicht auf einem Wettkampf. Das ist schon gut. Außerdem habe ich mich für die Olympia qualifiziert, schon das dritte Mal jetzt. So scheiße kann ich nicht sein, aber das Niveau will ich auch halten, wenn nicht sogar besser werden. Es ist immer das Bestreben eines jeden Sportlers, dass man besser wird als zuvor. In meinem Fall kann man das sogar an einer Platzierung festmachen. Ich will besser sein als der 7. Platz. Und das ist dieses Jahr deutlich schwerer, als es letztes Jahr war. Falls ihr gesehen habt, das Olympia-Line-Up von allen Athleten sind, glaube ich, über 40 Stück. 40 Classic-Physikathleten. 40 Leute in einer Klasse. Das ist schon schwierig, mal nicht übersehen zu werden. Klar, wenn du Chris Bumstead, Ruff Diesel und so heißt, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber so ein Newcomer, so ein Typ aus Deutschland, den sonst keiner kennt,
wie ich, ist schon etwas schwieriger. Das heißt, ich muss da wirklich massiv überzeugen. Unterm Strich heißt es, wenn ich den ersten Schritt auf die Bühne setze, muss klar sein, Alter, der Typ, der hat es richtig drauf. Und wenn ich das nicht bringen kann, dann muss ich eigentlich nicht auf die Olympia gehen. Das Geld, die Zeit meiner Freunde, meiner Familie, meines Teams kann ich dann ersparen. Das heißt, es liegt an mir, dass ich 100% gebe, dass jeder andere mir helfen oder mich unterstützen kann. Und wenn ich das nicht bringe, wie gesagt, dann brauche ich keine Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Natürlich ist es mein Bestreben, besser zu sein als das letzte Mal. Also gibt es keine andere Wahl. Entweder ich mache das Ding 100%, 100% oder gar nicht. Dieses 80%-Ding, mal gucken, wie es läuft, ist nicht. Ganz einfach. Ich versuche natürlich, meine Zeit so cool und spannend zu gestalten wie möglich. Vielleicht auch mal einen Tag am Strand zu sein oder am Strand joggen. Irgendwie sowas, ne? Ihr versteht. Ich will mich nicht so sehr isolieren von allem. Fakt ist aber, am Ende zählt das Ergebnis. Egal wie toll und schön und glamourös oder auch nicht meine Zeit war, sondern am 18.12. gilt's. Ich habe verdammt viel Druck. Wenn ihr die letzte Episode gesehen habt, wisst ihr, worum es geht. Ja, ich habe relativ gut vorgelegt, sage ich mal, in der Olympia. Das heißt aber, dass ich das nächste Mal noch einen Schritt besser sein muss. Und das letzte Mal war schon hart. Es gilt jetzt einfach zu sehen, welche Ressourcen kann ich mobil machen, um meinen Körper noch mehr an dieses High-End-Level zu bringen. Das ist nicht einfach, weil das letzte Mal hatte ich das Gefühl, das war schon verdammt gut. Ich wüsste nicht, was ich noch hätte besser machen können. Jetzt muss es besser sein. Ergo, ich habe Druck, wird jetzt zu, ich habe noch mehr Druck. Punkt Nummer zwei, mein Coach, Neil Hill, an der Stelle, ganz liebe Grüße, hat sich bis heute noch nicht gemeldet bezüglich Diätplänen. Er will mich noch ein bisschen recovern lassen, bevor wir dann richtig in die Vollen gehen, aber ich weiß ja, wie lange ich meine Diäten sonst mache. Und wir reden hier von 20 Wochen plus und die sind jetzt schon vorbei. Also wir sind jetzt schon weniger als 20 Wochen von den Shows entfernt. Das heißt, mein Druck, ich will anfangen, ich will jetzt Gas geben, ich habe Angst, dass es nicht hinhaut, weil ich habe jetzt noch weniger Zeit, muss aber mehr leisten als letztes Jahr. Die Rechnung geht allein schon nicht auf. Deswegen, ich muss mich jetzt in Geduld üben. Neil wird wissen, was er tut, hoffe ich. Und sobald er sagt, go, dann go. Aber mit allen Füßen im Boden und dann richtig PS auf die Straße. Nächste Woche. Was erwartet mich nächste Woche? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, außer zwei Dinge. Das erste, ich hoffe, dass Neil sich meldet und ich mit meiner Diät richtig beginnen kann, dass ich endlich mal wieder, ne, ihr wisst schon, das extra benutzen kann, weil aktuell ist es, ach, das Training, ihr wisst, ne, kein Pump, die Hormonlevel sind niedrig, das macht alles nicht so viel Spaß, man ist nicht so ready to fire und so. Ich denke oder ich hoffe, dass das nächste Woche sich ändert und dann sollte das sich relativ schnell wieder in die richtigen Weichen legen. Und Punkt Nummer zwei, das ist das Allercoolste, wir haben die Challenge geplant, die 8-Wochen-Challenge und zwar The Biggest Badass. Die letzte Challenge, die wir gemacht haben, war ultra geil. Wir hatten so coole Teilnehmer, wir haben so viel Gewicht verloren insgesamt, wir haben so tolles Feedback bekommen. Das könnt ihr übrigens auch mal auf der Instagram-Seite von mir schauen. Da habe ich extra so ein Highlight, wo wir über die Challenge reden und was wir in der nächsten Challenge besser machen wollen. Als kleiner Teaser für euch, ihr werdet wahrscheinlich schon die Challenge gesehen haben, wenn ihr dieses Video seht. Wir haben jetzt Gruppen-Events. Wir haben jetzt drei Coaches, das ist einmal der Tim, die Shani und mich. Und wir splitten die Teilnehmer in Gruppen auf. Das heißt, am Ende wird es einen ultimativen Gewinner geben. Es gibt dann noch einen Platz 2 und Platz 3. Aber wir haben die Gruppen-Challenges mit ins Boot genommen. Das heißt, Gruppe tritt für Gruppe an und versucht sich innerhalb von Mini-Challenges zu battlen. Als ganz blödes Beispiel Liegestütze. Gruppe Nummer A macht insgesamt 500 Liegestütze, das gibt 500 Punkte. Gruppe B macht 700, Gruppe C macht 1000. Und dann ist quasi 1000 Punkte für Gryffindor. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, diese Gruppe geht gemeinsam zu den Horror Nights in den Europapark. Bezahlt. Das heißt, ein ganzer Tag mit der ganzen Truppe gemeinsam Achterbahn fahren, Blödsinn labern, Spaß haben. Alle Leute, die in einem Topf für dasselbe Ziel, ach, ihr wisst, was ich meine, ne? Stellt euch vor, ihr kommt mit einer Gruppe dort in den Europapark und jeder hat denselben Scheiß durch. Jeder hat Gas gegeben und man freut sich einfach, andere Leute kennenzulernen, sich noch weiter auszutauschen. In der Challenge gibt es dann auch diesen Gruppenchat, wo auch jeder mit jedem sprechen kann. Aber dieses Team-Event, das wird richtig cool. Und ich finde es so scheiße, dass ich nicht dabei sein kann, weil wir, beziehungsweise ich,
leider auf Wettkämpfen sein werde. Aber oh, ich wäre da wirklich gerne dabei, das wäre richtig cool. Ja Leute, das war's jetzt auch schon mit Woche Nummer 2 von Relentless. Ich hoffe, ihr guckt bei der nächsten Episode wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas sehen wollt, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, der YouTube-Algorithmus, genauso wie Instagram, lebt von euch. Das heißt, wenn euch das gefällt, lasst es mich bitte wissen. Teilt es gerne und wir sehen uns bis nächste Woche. Euer Mike.